Mast? Bär? Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht wecken. Ja. Oder Mast? Schweinekopf. Ich sollte lieber nicht... Ich will ja. Können wir vielleicht mit der Axt auf Ruben? Das geht wahrscheinlich nicht. Auch wenn wir jetzt da hinten dran... Geht das? Können wir da hinlaufen? Können wir nicht. Da hoch dürfen wir nicht. Mit dem interagieren... Obwohl... Mast? Das ist doch ein Hund. Auf keinen, ich kann mir den nicht... Das ist doch ein Hund. Der will doch bestimmt mit dem Stöckchen spielen. Da könnte man den doch rauslocken. Oh nein. Was machen wir hier nicht? Ich bin nämlich Hedwig. Ich mache nur, was mir die Entwickler erlauben. Ich lasse keine Improvisation zu. Ach. Okay. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Wir haben eine Schaufel. Mit dieser Schaufel können wir Kohle schaufeln. Moment. Kann ich die Bando geben? Geht das? Bando? Was mit mein Punkt? Ich will den mitnehmen. Hey. Mein Punkt ist weg. Ah, okay. Der Punkt ist weg, wenn ich gerade auf nichts drauf bin. Ich bin dumm. Hast Hallo? Du Verwendung für diese Schaufel hier? Im Augenblick nicht. Die Fabrik ist geschlossen. Vorerst werde ich wohl keine Kohlen mehr schippen. Ich bin ein bisschen müde, tut mir leid. Gib mal Bando mal den Feuerstein. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind erledigt. Haken, Axt, Feuerstein. Wir haben die Axt übrigens immer noch, obwohl wir den Mast geschlagen haben. Und wir suchen noch Opas Hose. Aber wo es weitergeht, ich glaube, so Action-Adventure, die sind doch schon ein bisschen schwieriger. Gerade noch am Bart kratzen. Wir haben eine Schaufel fertig. Was mache ich mit dieser Schaufel? Das gibt's doch nicht. Ich habe so viel Zeug, was ich dann in der Fabrik brauchen werde, aber jetzt gerade weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich würde gern beim Ruben irgendwas machen. Aber ich weiß nicht was. Kann ich vielleicht mal mit ihm einfach so reden? Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Ja, wir können einfach sehr viel mit ihm bereden. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach zu der Tür hinter Bando und lass nochmal die Entwickler reden. Vielleicht haben die ja noch irgendwas für uns. Bestimmt. Ganz viel. So, Haufen Informationen, wie wir jetzt weiterkommen. Ganz viel Spoiler. Weil hier ist ja auch nichts mehr. Also, ich lass mal die Herren reden. Gut, das erste, dieser Screen wurde mir auf jeden Fall exklusiv vom Badern auch der erste Raum, glaube ich, der mir so gesagt wurde, erstell den so und so, hier muss das und das Rätsel rein. Leider war das Feedback, ich erkenne da überhaupt gar nichts. Und jetzt, wo ich ihn wieder sehe, ich erkenne leider auch nichts. Der Raum kam tatsächlich sehr, sehr spät rein. Und wir hatten halt das Rätsel für den Raum geschrieben. Also normalerweise war es bei Wizard World umgekehrt. Das ist ja die Herangehensweise, die wir hier an diesem Raum hatten, ist ja eher eigentlich in anderen Spielen die Regel, dass man sich erst die Rätsel ausdenkt und dann überlegt, wie sieht der Raum dazu aus. Aber so arbeitet Marco einfach nicht. Ich nehme es mir immer wieder aufs Neue vor. Feine, ja.
Und so kam es, dass halt auch die ganzen Sachverhalte, die hier tatsächlich eine Rolle gespielt haben, von Marco halt trotz der dieser eigentlich dafür optimierten Reihenfolge, erst die Rätsel schreiben und dann sich überlegen, wie sieht der Raum aus, diese ganzen Anforderungen wurden von Marco dann auch geflissentlich ignoriert und er hat den Raum dann halt trotzdem einfach irgendwie gezeichnet. Ja, wir hatten immer die Parallelen, wir mussten ja weiterkommen. Ja. Dann wurde mir in den Hinter getreten, mach mal weiter das Screens, und dann wurde von der anderen Seite. Ja, aber ich erst mal finde, der Raum ist tatsächlich extrem atmosphärisch in seiner komischen, zerlotterten, aufgerissenen, kaputten Art und Weise. Dann läuft man durch dieses heile Haus und kommt dann halt irgendwie in so ein Hinterzimmer, wo das ganze Haus irgendwie kaputt ist und da die einzelnen Bretter halt irgendwie links und rechts. Ich finde den Screen so furchtbar. Das tut mir leid, cool. Ich kann da einfach nicht schön dran. Ich finde den schon sehr atmosphärisch. Ich mag die Wolken, die habe ich nämlich aus dem Screen dann davor geklaut. Das hättest du auch nicht sagen sollen. Die haben wir aufwendig hier für diesen Screen neu gemacht. Neu produziert. Auf jeden Fall. Ja. Also unzufrieden mit dem Screen, okay. Aber dank unserer Leertaste erkennen wir tatsächlich auch nichts. Sind das die gleichen Wolken? Ich gehe jetzt testen, ob das die gleichen Wolken sind. Das ist doch... Ja, aus dem Screen davor wahrscheinlich nicht. Aber es müssten ja rein theoretisch die gleichen Wolken sein. Ich meine... Es ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass... dass die Wolken... Nur weil man weitergeht, irgendwie anders aussehen. Das sind ja immer noch die gleichen Wolken. Ob ich die jetzt aus dem Fenster sehe oder halt, wenn ich aus dem Haus gehe. Außer die bewegen sich halt selbst. Sie verändern sich ein ganz kleines bisschen, aber nicht unbedingt sehr viel. So, was mache ich jetzt? Mann, oh, ich will nicht immer feststecken. Wie kriegen wir den scheiß Schlüssel? Wie kriegen wir den komischen Chef da oben raus? Wir müssen den Chef da rauskriegen. Ruben. Ruben hieß der. Ruben. Wie kriegen wir Ruben raus? Was hat es da unten mit der Statue auf sich? Wie kriegen wir hier die Tür auf? Was ist in der Tür drin? Wie kriegen wir die Fabrik zum Laufen? Wir brauchen das Seil. Wo kriegen wir ein Messer her? Das ist die größte Frage. Wo kriege ich ein Messer her? Ruben hat doch gesagt, dass sein Bett piekt. Wir könnten doch mal hochgehen und gucken, was es mit dem piekenden Bett auf sich hat. Aber dazu müssen wir den Köter loswerden. Wie kriegen wir den Köter los? Wir haben den Mast, aber wir können den Mast nicht mit dem Köter benutzen. Ich denke gerade nach. Tut mir leid, aber das muss halt auch mal sein. Ich spiele mit dem Gedanken, wieder beim Gronkh zu gucken, wie er weitergemacht hat. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht so blöd sein. Ich kann doch nicht blöder als Gronkh sein. Das geht doch nicht. Weißt du, in allen Spielen sage ich mal, ja, ich spiele das viel effizienter als der Gronkh. Hier Kingdoms of Amalur habe ich sofort mit meinem ersten Level abgepeilt, dass es Skillbäume gibt und auch mehrere und nicht nur den Krieger. Aber hier, ich muss zugeben, ich bin irgendwie zu dumm gerade. Übrigens, ich glaube von diesem Screen war es oder vom nächsten, habe ich mal das Making-of gesehen. Ich glaube, das war am Ende von Gronkh durchspielen in den Extras. Ich glaube, ich make it auch von diesem Screen oder so. Oder war es der hier? Ne, ich glaube, es war ein Wallpaper, so ein insgesamt Wallpaper, weil der Mond war auf der Seite. Wir haben noch eine Schaufel. Können wir hier irgendwen ausgraben? Irgendwas hier, eine Kerze ausbuddeln? Nein, ich lasse die Kerze lieber heil. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ja. Statue. Mit 5 Händen. Immer gut. Ich gehe nochmal zurück und drücke mal auf die Leertaste. Ob ich hier nicht irgendwas mehr sehe? Ja, Kerze ist wunderschön. Seil. Drauf zum Angucken. Gut. Ich habe also nichts übersehen. Wenn ich hier auf die Leertaste drücke, Glocke, Kerzen, Tür, Kerzen... Fabrikeingang, Kerzen, Bando-Eingang und da oben das Haus, Leiter und 2 Eingänge, super. Bando. Ich hätte gerne eine Tippfunktion. Können wir mit
Können wir nicht ein Bando-Pfeilchen, dass wir den Schlüssel gewinnen oder so? Meine Theorie. Nee, der Schlüssel kann nicht der Fabrikschlüssel sein, weil in die Fabrik kann man rein. Das ist der Schlüssel zu dem Haus, wo eventuell Kalida drin ist. Das ist jetzt meine Theorie. Also zu dem Haus da unten ist das dann der Schlüssel. An den Schlüssel kommen wir, indem wir Bando in die Fabrik kriegen. Die Fabrik kriegen wir an, indem wir Ruben da oben rauskriegen. Aber wie kriegen wir Ruben da oben raus? Wir müssten eigentlich den Hund loswerden und dafür haben wir ja den Mast. Aber wir können mit dem Mast nicht viel anfangen gerade, außer ich habe das vielleicht falsch verwendet und muss den... Achso, wir haben den Mast ja in der Schaufel drin. Verdammt! Also der Plan, der steht so weit bis zu dem Punkt, dass wir Ruben hier rauskriegen. Heißt der Ruben? Ich glaube, da ist Ruben. Der komische Chef mit seinem komischen Hund. Oder wir lassen den Chef einfach schlafen, weil der kriegt ja absolut gar nichts mit. Der will ja den ganzen Tag nur schlafen. Dafür müssen wir den Hund loswerden. Oder eher gesagt, das bellende Krokodil. Wie werden wir das bellende Krokodil los? Mit der Axt wird es wahrscheinlich nicht, mit der Schaufel auch nicht, mit dem Feuerstein wahrscheinlich auch nicht. Und der Haken, der wird uns wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Oder Schaufel? Ich war mit der Schaufel, haben wir bis jetzt noch gar nichts gemacht. Auf keinen Fall kann ich. Ja, komm. Uhr verdröhnen. Bin ich hier schon nicht so ein Tant? Warte, was hat der gesagt? Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tant. Tant. Was Wertvolles stehlen ist wahrscheinlich da oben mit seinen 100.000 Perlen. Oder was? 10.000? Ich glaube, es waren 10.000. Muss ich doch immer. Irgendwie komisch hier in der Bisswaldwald. Ich stecke ständig fest. Entweder bin ich zu blöd für dieses Spiel oder die Rätsel sind mir zu blöd. Wo kriege ich die Items her? Ich habe eine Axt. Mit der Axt kann ich genau gar nichts machen. Ich habe einen Haken, mit dem habe ich noch nicht mal leisen Schimmer, was ich mit dem Haken machen. Moment, kann ich den Haken vielleicht an der Axt anspitzen? Der Haken ist spitz genug. Der Haken ist spitz genug, also können wir doch eigentlich das komische Seil da rausholen. Das gibt's doch nicht. Ich muss dieses Seil haben, damit ich die Glocke läuten kann. Warum auch immer ich die Glocke läuten will. Ich brauche ein Licht von Gott. Ich will doch nur ein bisschen hier mit meinen Rätseln klarkommen. Das gibt's doch nicht. Manjo! Oh. Hallo? Gut. So, Haken, jetzt mach doch mal bitte hier das Seil weg. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Ja, du willst ja nicht die Axt benutzen. Dann machen wir halt den Feuerstein. Die Axt ist noch scharf genug, die muss nicht geschärft werden. Ach nein. Der Stein ist bereits scharfkantig genug. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Ach, das funktioniert. Okay. Jetzt ist die Frage, hängen wir das Ding an die Glocke? Oder machen wir einen Enterhaken draus? Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Also kein Glocken. Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Das. Er hat sich tatsächlich mal gefreut. Ich finde das toll. Jetzt,